hier eine weitere Folge aus der beliebten Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines Quacksalbers, der vor die Hunde gegangen ist. Sagen Sie Cheese. Was ist das? Ja, das kommt ziemlich nah ran. Also zur Sache, Schätzchen. Womit belästigt uns dieser Patient hier? So viel mir bekannt ist, ist mit seinem Blinddarm etwas nicht in Ordnung. Klar, den ärgert's, dass er nicht sieht, was aus dem Magen kommt. Musik, Licht an, Tänzerin raus. Mach schnell. Dr. Bob, ich frage mich, wie wollen Sie sich konzentrieren, wenn diese Mädchen hier vorbeitanzen? Sehr einfach, ich konzentriere mich nur auf die Mädchen. Nochmal die Mädchen, schnell. So, was, da kommen Sie ja schon wieder. Das sind eure Mädels? Warum werfen Sie nur auf so unsittliche Weise Ihre Beine in die Höhe? Man soll sehen, dass Sie was drunter haben. Oh, wie gern wäre ich auch Tänzerin am Broadway. Ja, ich sehe schon Ihren Namen in Leuchtbuchstaben. 25 Watt. Nur 25 Watt? Das ist aber nicht besonders hell. So heller wie Sie schon lange. Das war sehr gut. Ausgezeichnet. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde dem Mann nicht den Blinddarm herausnehmen. So, was wollen Sie dann tun? Ich pick mir die Blondine raus. Das sieht Ihnen wieder mal ähnlich. Und damit wären wir für heute wieder am Ende mit der Tierklinik. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Schwester Piggy sagen hören wollen. Hören Sie, Dr. Bob, Sie können doch nicht mit einem der Chormädchen ausgehen. Was wird denn dann aus dem Patienten? Warum soll ich mit jemandem ausgehen, der krank ist?